So, hallo, und da sind wir wieder. Auf zum Verhören fürs dritte Ziel. Müssen wir denn da hin? Oder wo können wir denn mal da hin? Keinerlei Nachforschung. Ist da wieder nicht möglich? Nein. Oh, hallo. Na, wie geht's hier? Schlaf gut. Was ist mit dem Aussichtspunkt? Ja, da ist doch so ein Prediger, den können wir doch dann verhören. König Richard! Ja, ja. Du bist auch nur eine Frage der Zeit. Und tschüss. Gott ist auch gnädig. Was ist denn das? Vor allem oben, das kann ich auch mal. Was denkt sich dieser Mann nur? Und so sage ich euch, bereut! Ja? Ich kenne diese Sprintmission. Verhören, verklopfen, Taschendiebstahl. Da ist doch so ein Kauz. Alter, was gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche eure Hilfe. Zu viele Bogenschützen, das erschwert mir meine Arbeit. Tötet sie, sie alle. Und ich kann euch vielleicht bei eurem Kampf gegen diesen verrückten Doktor helfen. Aber vergesst nicht, dass ihr dabei nicht gesehen werden dürft. Sollte man euch entdecken und den Alarm auslösen, so müsst ihr wieder von vorne anfangen. Ach, das gehen wir schon hin. Eliminieren Sie heimlich alle Bogenschützen und melden Sie sich wieder beim Informanten, um entdeckt zu werden. Na klar, mit Leichtigkeit. Bist du denn, Alter? Das ist doch der Erste. Oder Uno. Eins von zwei. Das ist ja nur zwei. Das ist ja kein Problem. So, wenn du in die Richtung guckst, dann kommen wir nochmal runter. Servus. Ja. Solltet ihr euch versucht fühlen, geht und betet. Erzählen wir ihm doch mal von unserem Erfolg. Gut gemacht, Altair. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt dies. Es ist ein Auftrag für Reparaturen in Garniers Hospital. Vielleicht nützt es euch. Gerade die Leuchte und Patienten in der Festung zeigt. Ach, die können wir auch machen. Ihre Nachforschungen sind beendet. Na, so schnell geht das. Oh, Gott sei Dank. Dauert das Spiel wenigstens nicht so lang. Das ist nämlich schon irgendwo ein bisschen... Naja. Ich weiß nicht, wenn man die anderen Teile nicht kennt, war das Spiel irgendwie super. Altair, wie läuft eure Suche nach Garnier? Ich weiß jetzt, wann und wo ich zuschlage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Entfernt diesen Schandfleck aus Akkon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Daniel vergisst die Welt um sich herum, wenn er seine Patienten behandelt. Das ist der richtige Zeitpunkt. Ja, dann gehen wir doch mal zu dem hin. Ach, der hantiert die ganze Zeit mit Skalpellen. Eine Klinge mehr oder weniger. Ach, das fällt ihm doch gar nicht auf. Bestimmt.
Eine Wache. Wegen so ein Kerl. Was rennt der so? Was rennt der so? So. Mal sehen. Wenn wir mal hier hochkommen. Ob er wohl einen Grund für seine... Versuche nicht zu flüchten, alter Mann. Es gibt keinen Ausweg. Ich hab doch nichts getan. Was tut er da nur? Kommen wir denn jetzt dahin? Irgendwo geleert? Ja, hopp. Wie hast du uns eben bezeichnet? Hier an der Seite, oder? So nett. Da hinten. Einwandfrei. Gib mir doch ein bisschen Geld. Nein, nein, wir haben es heute. Wann wird er nur mit diesem Unsinn aufhören? Alter. Gute Nacht. Halt! Ihr dürft nicht passieren! Ihr dürft nicht passieren. Ja, hopp, wenn wir schon mal da sind, machen wir den Aussichtspunkt auch noch. Ja, lass mich doch da hoch! Gottverdammte Scheiße. Alter, umständlich kann man es eigentlich machen. Gar nicht da. Ihr dürft nicht hier sein. Ich hab doch gesagt, ich bin nicht da. Ja, du auch noch. Und noch jemanden? Nee. Wer denn überhaupt? Verdammt, der Kalle, wo bist der du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Alter, Leute, lass mich mal in Ruhe. Ja, genau. Aufnahme gestartet. Was heißt denn das? Nein, Hilfe! Helft mir! Helft mir! Bitte! Ihr müsst mir helfen! Was hat er denn? Aua. Ach du Scheiße. Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Das sieht nicht aus wie ein Arzt. Na, na. Er wird Metzger. Nein! Gebt mir eure Hand. Rührt mich nicht an! Nie wieder! Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Ah. Reißt euch zusammen. Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein. Wohl kaum.
Brecht ihm die Beine. Alle beide. Nein. Aua. Es tut mir so leid. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Lecker. Okay, der ist wirklich krank. Wie wollen wir jetzt da reinkommen? Wieder von oben. Ja, lass mich hier hoch. Mal bitte dein Hof. Geht es heute besser? Das wollt ihr. Nur euch helfen. Nein, das ihr solltet ihr nicht quälen. Noch einmal tun. So wie immer, seit ich hier bin. Was gibt es? Alleine, dass wir jetzt miteinander reden, zeigt, dass wir Fortschritte machen. Oder habt ihr vergessen, wie es euch vorher ging? Ich kann mich nicht erinnern. Alles verschwommen. Ah, ihr werdet euch erinnern. Ihr werdet sehen. Wohl ein Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heil? Welches Heil? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war. Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen, wie du wünschst? Ach, aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Räume, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Okay. Nein, ich hab nichts getan. Ich war nur auf der Durchreise. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Kannst du aber mal sehen, du. Euch hol ich mir. Haltet ihn einfach wieder. Das ist gut, hier hoch und ich bin fast schon wieder weg. Wo ist denn der verdammte Ausgang? Da ist doch. Lauf, 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 lauf. Hopp, 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 hopp. Ja. Ja, ist klar. Wie lange kann man denn bitte brauchen? Kriegt wieder keiner mit. Das kann ich sagen. Er ist entschwunden. Ich bin entschwunden. Das könnt ihr aber laut sagen. Nur?
machen wir jetzt? Können wir dann schon wieder? Was machen wir da? Ja. Weiter, 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 weiter. Lauf, 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 lauf. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein. Ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, das Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Gottverdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stirne. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Das ist ungewöhnlich. Einfach so, der Animus. Einfach, dass es so heiß läuft. Naja. Hat es mit uns zu tun? Was zum... Jemand war hier drin. Ja, bin ja mal gespannt, was hier angestellt wurde. Naja, was bleibt uns anderes übrig? Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich drauf, dass ihr mir auch morgen wieder zuschaut und dabei seid. Bis dann.